Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie die Grafik auf den Next-Gen-Konsolen aussehen wird, also auf der PS5 und der Xbox Series X. Außerdem werde ich euch auch noch zeigen, was man für generelle weitere Änderungen im Vergleich zu den jetzigen Konsolen für Fortnite erwarten kann. Also beispielsweise den FPS, den man dort erhalten werden kann und natürlich auch der Auflösung. Das alles in diesem Video. Wenn natürlich in Zukunft auch keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und schaut natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Bevor wir gleich mit dem Thema des heutigen Videos anfangen, gibt es noch mal eine kleine weitere Änderung in Fortnite und das betrifft jetzt alle Spieler, egal auf welcher Konsole oder auf PC, denn wir hatten ja letzte Woche bzw. die letzten zwei Wochen das Fortnite-Verse-Event und dort war es so, dass das Event etwas früher geändert hat und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir sozusagen als Entschädigung, solange man mindestens eine einzige Challenge gemacht hat, man tatsächlich alle Belohnungen bekommt. Dadurch habe ich ja zum Beispiel auch, obwohl ich glaube ich nur ein, zwei oder drei, vielleicht auch maximal drei Challenges gemacht habe, tatsächlich alle Belohnungen davon bekommen. Die werdet ihr einfach bekommen, sobald ihr euch einloggt. Es gibt dazu auch kein zeitliches Limit, das heißt, ihr könnt euch wahrscheinlich auch nur einen Monat einloggen und bekommt das Ganze. Wichtig ist wirklich nur, dass ihr mindestens eine einzige Challenge absolviert habt, ansonsten bekommt ihr nämlich nichts. Jetzt schauen wir uns mal direkt an, was die neuen Sachen auf der Xbox Series X und S sein werden. Und zwar wird das Ganze auch schon ab dem ersten Tag verfügbar sein. Das heißt, sobald die Xbox Series X jetzt am 10. November released wird, können das Ganze auch schon spielen. Das heißt, mit der neuen Grafik und allem. Und es ist tatsächlich ein extra Fortnite-Bild, was extra für die Xbox Series X und S und natürlich auch die PS5 optimiert ist. Das heißt, dort werdet ihr natürlich die maximale Leistung rausbekommen. Und es scheint zurzeit so zu sein, dass man nur 4K mit 60 FPS spielen kann. Es scheint zurzeit nicht so, dass man 120 FPS-Modus haben wird. Es ist natürlich ziemlich schade. Ich bin mal trotzdem sehr sicher, dass auf jeden Fall noch 120 FPS Modus nachgerüstet wird. Zurzeit gibt es allerdings noch keine Infos und das gilt natürlich genauso auch für die PS5. Dort steht zurzeit auch nur 4K mit 60 FPS zur Verfügung und für die Xbox Series S eben halt nur 1080p mit 60 FPS. Aber es wird immer nie von 120 FPS gesprochen. Mehr kann ja so oder so die Xbox Series X und PS5 nicht machen. Die haben ja ein Cap auf 120 FPS. Das heißt, man könnte nicht 240 FPS mit irgendeinem Spiel da drauf befeuern. Aber vielleicht werden wir auf jeden Fall noch 120 FPS erhalten. Wäre auf jeden Fall für ein Shooter-Spiel schon ganz nice. Dann das nächste Neue wird eine dynamische Grafik und Physik auf der Series X und natürlich genauso auch auf der PS5 sein. Es wird jetzt tatsächlich erstmal nur von der Xbox Series X gesprochen. Das heißt, ihr werdet das wahrscheinlich nicht auf der Series S erhalten können, beziehungsweise nicht in so einem großen Detailgrad. Und zwar werden die neuen Sachen mit Gräsern und Bäumen zu tun haben, die werden wahrscheinlich sich ein bisschen dynamischer bewegen. Explosionen werden natürlich etwas mit besseren Effekten sein. Dazu hat der Epic Games auch schon ein Video hochgeladen und zwar können wir das hier in dem Clip einmal sehen, wie das Ganze aussehen wird. Hier sehen wir auf jeden Fall die Effekte, sehen alle ein bisschen besser aus. Dann sehen wir hier auch schon Spieler-Eliminierungseffekte sind etwas anders. Dann hier auch das Brennen, das würde eben halt leicht ein bisschen angepasst, das heißt für ein bisschen besser vielleicht. Allerdings jetzt keine großen Änderungen und insbesondere die Explosion ist eben halt, wie gesagt, ein großes neues Feature, was damit dann eben halt raufkommen wird. Das eben halt, wie gesagt, für die PS5 und auch die Xbox Series X. Xbox Series S wird wahrscheinlich so eine kleine abgespeckte Version davon erhalten. Eine weitere sehr, sehr nice Sache natürlich auf den Next-Gen-Konsolen ist, dass man schnellere Ladezeiten hat. Das war ja immer ein Riesenproblem. Meistens eben halt, wenn man mit Konsolenspielern in der Lobby war, war man schon Ewigkeit in Creative drin, hat schon die Lobby geladen, hatte gefühlt schon gestartet und dann sind die Konsolenspieler nicht mehr reingeladen. Und das wird wahrscheinlich mit den neuen Konsolen behoben, wird natürlich nicht schneller auf PC sein, weil die SSDs nun mal auch nicht schneller sind als auf PC, ganz logisch. Das heißt, ihr werdet dann aber trotzdem natürlich so ungefähr auf dem Level von dem PC sein. Erwartet jetzt aber nicht, dass ihr instant drin sein werdet, sondern wie gesagt immer, ihr könnt sehr, sehr gut damit einem PC vergleichen. Splitscreen wird natürlich auch ein bisschen verbessert, das heißt, dort wird auch 60 Bilder pro Sekunde dann komplett unterstützt und auf der PS5 gibt es natürlich noch dieses mit dem Controller, dass man eben halt dort dieses haptische Feedback hat. Ist jetzt aber nichts Krasses, ein bisschen hat man natürlich Feedback bei Maschinenpistolen und einem Scharfschützengewehr oder so.
Ich glaube aber, es wird jetzt nicht super krasse Unterschiede machen. Auf jeden Fall, wo wir noch ein paar neue Bilder jetzt letztendlich haben, ist zu den neuen Effekten, die wir sonst noch bekommen werden. Denn die ersten Leute haben natürlich jetzt schon ihre Konsolen bekommen, also vor allen Dingen die YouTuber. Und die haben jetzt eben halt die neuen Effekte auch im Himmel beispielsweise. Denn dort sind die Wolken jetzt tatsächlich 3D animiert und eben halt nicht mehr nur wie so eine Textur. Also vorher war das im Prinzip wie so einfach, als würde man ein Bild über die Fortnite-Map legen. Und dann wird das eben halt jetzt so sein, wie im Prinzip so ein Baum, wird das auch als wirkliche Entität voll und ganz von allen Seiten in der Luft gerendert. Das kann man auch ganz gut aus der Battlebus-Sicht sehen, denn so sieht man natürlich die Wolken auch von oben. Es wird auf jeden Fall ein bisschen besser so schon mal aussehen und hier sieht man auf jeden Fall auch, dort sind nur 60 FPS verfügbar. Sieht relativ konstant aber aus, aber eben halt wie gesagt nicht mehr als 60 FPS. Dann das weitere Neue ist auch, dass die Zone etwas anders ist und zwar wird die immer so im Prinzip aus blauen Kacheln bestehen. Ob diese ganzen Sachen auch auf PC kommen werden, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann natürlich sein, muss aber eben halt jetzt nicht unbedingt drauf kommen und ich denke vor allen Dingen nicht, dass es von Anfang an auf PC sein wird. Ich könnte mir mal vorstellen, dass eventuell so, keine Ahnung, ein, zwei Monate später oder vielleicht mit dem Release von der Season 5, dass auch auf PC raufkommt, aber ich denke, dass die Konsolen natürlich auch so ein kleines bisschen was Spezielles haben wollen, was sie eben halt PC nicht hat. Und man muss natürlich auch sagen, das sieht ganz einfach Leistung dieser neuen Effekte, jetzt nicht unbedingt natürlich Storm-Effekte, aber natürlich so etwas wie volumetrische Wolken und natürlich generell wird die Grafik auch mit RTX und allem, was wahrscheinlich automatisch auf den Konsolen wieder aktiviert ist, auch dann natürlich deutlich an der Leistung ziehen. Man wird wahrscheinlich weiterhin auch keine wirklich großen grafischen Einstellungen auf den Konsolen treffen können. Das ist nun mal das Problem, wenn man eine Konsole hat und dort muss man einfach auf den PC zugreifen, damit man das machen kann. Und hier sehen wir auch nochmal aus einem anderen Winkel die Zone. Ich bin auf jeden Fall, dass das so ein bisschen besser aussieht als die derzeitige Zone. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze dann in-game aussieht, wenn man noch von ein paar mehr das Ganze sieht, wenn es vielleicht sogar auf PC kommt. Aber ansonsten sind das soweit alle Neuerungen und damit war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.